Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Freitag, der 12. April 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht es um steigende Kurse an der Wiener Börse und nackte Tatsachen mit oder ohne Emoji. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Hey! And me. Here's Market and Me, podcasting for equity. With Homie B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im April, die ist präsentiert von Wienerberger und ja, die Kurse, die gehen heute am Freitag bei herrlichem Wetter nach oben. 3576 ATX-Punkte jetzt um 12.58 Uhr, als ich das einspreche, ein Plus von 0,88% zu gestern. Gewinner, Verlierer wieder aus dem 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Universe und da ist die AT&S vorne mit 1,7% plus, dann die Raiffeisen mit 1,5% und der Verbund ebenfalls mit 1,5%. Beim Geldumsatz zum Mittag haben wir vorne die erste Gruppe mit 7,4 Millionen Euro und den Verbund mit 6,3 Millionen Euro. Im Hintergrund spielt jetzt die Zertifikate-Musik, aufgenommen mit der Sängerin Felice Bullish Girl Bearish Boy. Ja, ich habe mein Zertifikate-Quartal in diesem Podcast gestartet. Heute mal mit einem Beitrag über einen 10-jährigen Treasury Bond und ein Zertifikat von der Société Générale drauf, mit dem man auf steigende Zinsen setzen kann. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Warum Zertifikate-Quartal? Weil heuer der Zertifikate-Award Austria bereits im Juni stattfinden wird, also wieder zum traditionelleren Termin zurückkehren wird, im Q2, sorry. Und ich darf da unter anderem bei einer Podiumsdiskussion dabei sein, mehr Menschen für den Kapitalmarkt begeistern. Da wird dabei sein unter anderem der Friedrich Mosberg von der Erste Bank, der Christoph Boschan, der CEO der Wiener Börse und die Lara Hartmann, eine Studentin der FH St. Pölten. Moderieren wird das Ganze der Philipp Arnold, Vorstandsmitglied vom Zertifikate Forum Austria. Weitere Nachrichten betreffen heute vor allem Dividenden. Die AMAG, die wird für 2023 1,50 Euro brutto ausschütten. Der Ex-Tag ist der 16. April, also nächster Dienstag. Das heißt, man muss per Montagsschluss die Aktie im Depot haben. Und bei Palfinger wird die Dividende von 1,05 Euro je Aktie am 18. April gezahlt. Der Ex-Tag ist aber schon der 15. April, also der Montag. Da muss man die Aktie heute mit den Schlusskursen im Depot halten. Ebenfalls in der kommenden Woche am Dienstag wird die UBM ein Update geben zu Vis-a-vis von mir am Donaukanal Leopoldquartier. Das Ganze interessiert mich sehr. Und der Thomas Winkler, CEO des Unternehmens, hat im Börsenradio meinen deutschen Kollegen Folgendes gesagt. In 2024 in diese Projekte weiter zu investieren, um im Vorbereitung zu sein, wenn es hell wird, dass wir nicht nackt dastehen. Da muss ich weiter schmunzeln. Die Anwältin Astrid Wagner, die hat ja Topless-Fotos vom Wandern gepostet, freilich mit Emoji, aber das geht durch alle Medien momentan. Das Originalfoto hat noch niemand angefragt. Warum ich das weiß, weil wir launig telefoniert haben. Wir wollen schon länger einen Podcast machen. Vielleicht wird es das bald einmal in der Wifi-Serie geben. Und da geht es dann um den Rechtsanwalt-Job und vielleicht auch um Updates von neuen Buchprojekten, die sie Astrid da vorhat. Und ebenfalls mit einem Smile-Emoji versehen heute teilweise Research. Wir haben Kaufen für die UBM durch New Ways und Kursziel 28 Euro. Also das betrifft wieder den Thomas Winkler, der, wie gesagt, nicht nackt dastehen will. Valneva, die kriegen ebenfalls ein Pi von 8,6 Euro als Kursziel und zwar von First Berlin Equity Research. New Ways hat sich auch den Flughafen angesehen, bleibt dort bei Hold und einem Kursziel von 58 Euro. Und Goldman Sachs finally neutral zur Babak. Das Kursziel wird aber erhöht und zwar von 59 auf 63 Euro. Und Goldman hat sich auch die erste Group angesehen. Dort gibt es ein Neutral und das Kursziel geht von 44,3
auf 49,2 Euro. Nach oben. Bleibt mir noch ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Das Wetter scheint zu passen. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss.